Wenn Pokémon und Trainer einander blendend verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. Ach was. Ich dachte, wir werden jetzt gelobt. Oder sie werden über die Z-Attacken, die man in der Alola-Region einsetzen kann, sprechen. Aber nee. So wie es aussieht, nicht. Venus und Lisa. Wird gemacht. Ach was. Die beiden haben Abra am Start. Schaut mal, ich habe jetzt einen Simsala. Aha. Wie passend. Ich wollte das Pokémon einmal gezeigt haben. Richtig cool. Konfusion. Was soll's. Der Spezialangriffswert ist auf jeden Fall viel krasser als Abras Spezialangriffswert. Und so wie es aussieht, brauche ich nur 2 Runden. Energieball? Heftig. Da hat ein Pokémon auf jeden Fall eine TM bekommen. Das geht hier ab. Das geht hier auf jeden Fall ab. Chanera, ich brauche deine Hilfe. Dieses Abra sollte ich KO'en, aber das andere Abra... Nein! Wird höchstwahrscheinlich Simsala angreifen. Mist, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, ich werde angegriffen. Ich glaube, ich spinne. Oh mein Gott! Ich habe die Attacke mit einem Kraftpunkt ausgehalten. Oh mein Gott, ich bin gerade so sprachlos. Ich schaue gerade wie ein Anime-Charakter. Richtig sprachlos. Heftig. Simsala, ich muss dich rausholen, Kumpel. Was? Denn sie hat eiskalt eine Attacke erlernt, obwohl es gar nicht mitgekämpft hat. Richtig lustig. Tackle brauche ich nicht. Funkensprung ist mega cool. Eieiei. Ich bin immer noch ein wenig lost, weil mich das innerlich gerade voll umgehauen hat. Ich habe mich so sehr auf diesen Part gefreut gehabt, weil ich Simsala zeigen wollte, aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich es eventuell verlieren werde. Das ist ja richtig bitter. Komm zurück. Ein Kraftpunkt. Gut, dass wir hier immer noch im Ewigwald mit Reise am Start sind, weil sie kümmert sich jedes Mal, wenn wir gegen wilde Pokémon oder gegen Trainer kämpfen, um unsere Pokébuddies. Richtig nice. Energieball gegen Staravia. Ja, darüber lachen wir. Das war ein Volltreffer, oder? Das war kein Volltreffer? Was ist das eigentlich für ein Abra? Das Pokémon ist ja richtig stark. Einfach mal 11 Kraftpunkte verloren. Das ist keine Slap-Attacke. Und noch eine Attacke, die Staravia nicht sehr effektiv trifft. Doch, das war auf jeden Fall flashig. Grümmel. Entgegen allen Erwartungen bin ich es, die die Niederlage davonträgt. 1560 Pokédollar. Ey, das war aber richtig knapp. Reiser hat sich auf jeden Fall um die Pokémon gekümmert, ne? Richtig goldig. Gleich einmal abchecken, bevor ich irgendeinen Fehler mache. So, Pokémon können wir hier nicht mehr fangen. Das haben wir schon. Und hier ist der nächste Doppelkampf. Das ist der dritte Doppelkampf im Ewigwald. Achtung, Plage im Anmarsch. Genauer gesagt, Hexaplager. Ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Okay, das Pokémon will ich gerne sehen. Ah, mein Pokédex freut sich. Uiuiui, wir haben 5 Pokémon am Start. Bomi. Bomi haben wir in diesem LP noch gar nicht gesehen. Wie nice. Ja, ist es jetzt klug, hier mit Simsala zu kämpfen? Ich weiß nicht. Ich könnte es ein bisschen ausprobieren. Konfusion gegen Bomi. Da bin ich auf den Damage gespannt. Oh, ich hab's KO'd. Easy going. Richtig easy going. Nice, Machado. Level 16, sehr schön. Abschlag. Nehmen wir. Energiefokus. Brauche ich nicht. Richtig sweet. Die Attacke ist so cool. Bam. Das Manaphy Eye haben wir am Start. Sehr gut. Wir können auch einmal gleich in den Bericht reinschauen. Mal schauen, wie die Lage gerade aussieht. Zerpeiße. Eieiei, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Egal, ich riskiere es. Aber gefährlich ist es schon. Ach was, das Pokémon habe ich auch KO'd? Ey, Simsala geht jetzt richtig ab, Mann. Richtig OP. Lebenstropfen, haha. Korrekt. Simsala ist ja mega brutal. Danke, Chanera. Richtig sweet, Mann.
mit Reißer zusammen zu sein ist so cool. Nicht nur das unterwegs sein, sondern auch mit dir zu kämpfen. Voll cool. Richtig cool. Hau rein, Baumpel, du nervst. Ein Volltreffer, Simsala ist auch anscheinend richtig genervt. Es hat die Faxendicke. Level 19, sehr schön. Was machst du da, Chanera? Udogs. Okay, das Pokémon haben wir auch noch nicht gesehen. Sieht richtig cool aus. Das Pokémon sollte ich nicht unterschätzen. Wir haben noch zwei Pokémon am Start. Ja, ja, eine Käferattacke wäre auf jeden Fall bitter. Nice. Sehr effektiv. Sensationell. So sieht das Team gerade aus. Richtig cool, oder? Levelmäßig. Bisher habe ich noch gar nicht trainiert. Ich glaube, im vorletzten Part hatte ich mir kurz vorgenommen gehabt, Pokémon zu trainieren, aber dann habe ich sie doch in den Parts trainiert. Wegen dem imaginären EP-Teil da. Panikon. Sollten wir auch easy KO'n können, Level 11. Voll chillig. Nice. Ja, das war notwendig, gegen diese Kollegen hier zu kämpfen. Nicht nur wegen den saftigen Erfahrungspunkten. Anders kommen wir hier auch nicht weiter. Wie nervig. Wow. Aua. Na toll. Okay, gut. Oh, da liegt ein Item. Krank. Egal. Dankend annehmen. Item ist Item. Oh, ein wildes Pokémon. Zwei sogar. Chaloco und Knospi. Ja, wir können auch ganz entspannt fliehen. Ach, ich sollte mal Macholo leaden lassen. Simsala hat jetzt genug gekämpft in den letzten Minuten. Macholo war bisher nicht allzu oft am Start. Okay, los geht's. Ja, jetzt hier im Wald mit einem Kampf-Pokémon unterwegs zu sein, ich weiß nicht, ob das allzu klug ist. Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nimm dir also die Zeit, gründlich zu suchen. Ja, das hört sich gut an. Oh, ich sollte ein Schutz-Item einsetzen, dann können wir uns hier besser umsehen. Stimmt. Wo sind denn die Schutz-Items? Da. Trainingstasche. Oh, interessant. Link, glaube ich, ist auch hier. Okay, gut. Ist das aber in Ordnung, hier mit Macholo zu leben? Level 16. Geht, glaube ich, klar. Habe ich irgendwas übersehen? Doch, habe ich tatsächlich. Superball. Ach was. Diesen Bereich haben wir uns gar nicht angeschaut. Oder? Doch. Hä, wie konnte ich denn den Superball übersehen? Ja, erneut einsetzen. Sehr schön. Dafür muss ich jetzt nicht den Beutel aufmachen. Ach so, okay. Ja, gut. Gut, alles klar. Einen Augenblick. Ach so, diesen Kampf könnte ich ignorieren, aber wozu, ich nehme ihn wahr. Und hier waren wir schon eben gerade, ne? Bin so verpeilt. Ja, hier waren wir schon. Okay, kommt. Los geht's. Dieser Wald ist irgendwie seltsam. Er scheint mir neue Energie zu geben. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und sie kommt von dir. Oh. Was wäre, wenn ich die Person einzeln angesprochen hätte? Naja, was soll's. Doppelkämpfe sind sowieso ziemlich cool und außerdem hat man nicht allzu viele von denen. Die meiste Zeit über hat man ja Solo-Kämpfe am Start. Geht schon klar. Okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Meditier. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Macholo raus. Na, ich glaube, blöd ist das nicht. Okay, alles klar. Ich habe irgendwie voll Bock, gerade mit Pieprin zu kämpfen. Nice. Konfusion, ja, das war eine gute Entscheidung. Bitterkuss. Das war auf jeden Fall gut, was ich gemacht habe. Definitiv. Mal überlegen. Blubstrahl gegen Meditier. Da bin ich auf den Damage gespannt. Ach ja, ich bin verwirrt. Bin ich auch so, aber jetzt mitten im Kampf ist nicht so gut.
Eieiei, aber gut. Ibrin kann sich noch konzentrieren. Oh nee, ne? Rutenschlag. Das fühlt sich gerade so an, wie als ob ich die erste Gen zocken würde. Mit Rutenschlag habe ich gar nicht gerechnet. Schon wieder. Okay, okay, okay. Naja, was soll's. Verteidigungswert sinkt. Die haben doch drei Pokémon am Start, oder? Nee, doch, doch, alles gut. Metallklaue bringt nichts. Klopstrahl auch nicht. Pixar. Ja. Oh nee, ne? Ich hab die Verwirrung schon wieder vergessen. Mist, ich hab mich selbst getroffen. Ätzend. Ätzend. Das nervt. Okay, auf Chanera, das geht schon klar. Ich meine, Chanera hat... Naja, bis eben hatte es noch 111 Kraftpunkte. Das geht schon klar. Komm jetzt. Komm, komm, komm. Ja, ich bin nicht mehr verwirrt. Sehr schön, Rieke. Sehr schön. Ein Volltreffer. Genau den haben wir gebraucht. Super Chanera. Aber Anton ist C. Aquavelle. Das geht auch klar. Es ist ja nicht so, dass Reißer eine Nuzlocke-Challenge macht. Ich mach die Nuzlocke-Challenge. Bam. Sehr schön. Bisher sieht das saftig aus. Heiko. Dein Sieg ist irgendwie alles andere als seltsam. Ah, Medit hier. Wo ist das? Hätte ja auch verlieren können. Weiter geht's, Reißer. Wir machen weiter. Oh, da ist ein weiteres Item. Ey, der Ewigwald ist richtig schön. Also den Ewigwald haben sie super umgesetzt, bin ich der Meinung. Macht auf jeden Fall Spaß, hier am Start zu sein. Ich frage mich gerade, warum keine Pokémon angreifen, aber ich habe voll vergessen, dass ich das Schutz-Item bereits benutzt habe. Oh, genau. Hier könnte man auch Zerschneider einsetzen, aber Zerschneider bekommen wir demnächst. Wir müssen dafür erstmal eine gewisse Person treffen. Richtig cool. Ist hier noch was? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Okay, das reicht dann. Das war's dann mit dem Ewigwald, so wie es aussieht. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Kanchi. Ja, bitte, Reise, habe ich gerne gemacht. Okay. Unsere Reise geht auch weiter. Route 205, immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Wow, was haben wir denn hier? Belsifbeeren? Ja, nehme ich mit. Kostenlos. Nee, möchte ich nicht. Mache ich im Privaten, wenn ich daran denke. Amrena-Bären. Ja, die Melodie ist sowas von cool. Hahaha. Bimmelbären. Ey. Weiß nicht, warum ist das notwendig? Ich habe immer so ein Bedürfnis danach, alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Ist so. Ganz besonders, wenn es kostenlos ist. Oh, okay. Hier können wir einige Leute herausfordern. Sollten wir auch tun. Ja, noch einmal. Irgendwann hole ich mir Super-Shots-Items oder Top-Shots-Items. Die sind viel besser. Was haben wir hier? Da kann man da rein? So, ist ja cool. Ist ja cool. Ist ja cool, nice. Wir brauchen auf jeden Fall den Schneider. Was haben wir hier? Ja, ist hier was? Nee. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir uns hier mit den Kollegen anlegen. Aber der Ewigwald ist super geworden, ne? Definitiv. Oh, ich würde vorschlagen, dass wir unser Elektro-Pokémon einsetzen. Ja, warum nicht? Ich will die Kämpfe schnell zu Ende bringen. Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Okay, er will nicht kämpfen. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's. Das stimmt. Bin auf jeden Fall motiviert. Und fokussiert und konzentriert. Und du wirst gleich schockiert. Woher bist du von Sensi provoziert? Oh nein. Ein Goldini. Gib ihm Funkensprung. Die Attacke ist neu. Wow, ist okay. Das war's. Gute Entscheidung. Direkt das Elektro-Pokémon lieben lassen. Ist doch logisch, Mann. Ein Angler mit Stahl-Pokémon? Ja, natürlich. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Beim nächsten Mal, Kollege. Don't give up. Keep your head up. Gar nichts bei Stan. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja?
Immer wieder kann man sich eine kleine Pause gönnen. Schadet nicht. Kenji, oh, der hat 6 Pokémon. 6 Macabador. Da war doch was in der 4. Gen. Ja, herzlich willkommen, Leute. Das wird jetzt richtig lustig. Das wird jetzt richtig lustig. Original Donnershock. Da setze ich doch nicht Funkensprung ein. Es sei denn, ich muss... Warte mal, ist jetzt jedes Carpador auf Level 10? Dann wäre das okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendein Carpador sogar auf Level 15 war. Okay, ein weiteres Carpador auf Level 10. Weitermachen mit Donnershock. Einfach die ganze Zeit auf den A-Knopf drücken. Spam, 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 spam. Was willst du denn sonst machen? Carpador 3. Level 10. Carpador Nummer 3. Wird verprügelt. Oh why, oh why. Entwickelt sich zu Kukubai. Boah, das ist so lame und monoton. Aber ich freue mich gerade, dass ich das mal nach 4i gesehen habe. Das hat mich gerade voll aufgebaut. Boah, das Ei sieht auch mega cool aus. Gut, dass wir uns im letzten Part die Geheimgeschenkfunktion in Klammern endlich klar gemacht haben. Sehr, sehr nützlich. Nach diesem Part werde ich mich ein bisschen umsehen und gucken, was man sich gerade so geschenkmäßig klar machen kann. Herbador. Was geht? Ich freue mich. Oh, wozu gibt es diesen Trainer? Ich begreife das einfach nicht. Was war die Absicht? Nee, da habe ich mich wohl falsch erinnert. Dann habe ich wohl an ein wildes Carpador gedacht. Welches plötzlich ein krasses Level hat. Das ist, glaube ich, in Soul Silver passiert. Das war heftig. Plötzlich so ein Carpador auf Level 50 oder so. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Naja. 6 mal Carpador, was bringt das? Oh, da liegt ein Item. Ich mache mir erstmal das Item klar. Eine kleine Abwechslung. Einen Trank gefunden. How wonderful is this? Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Ja, komm, lass uns kämpfen. Yannick. Und der Kollege hat 3 Pokémon am Start. Oh nee, ne? Das ist doch richtig brutal. Eben gerade 6-mal gegen Carpador gekämpft. Und im nächsten Trainerkampf wird schon wieder als allererstes ein Carpador bearbeitet. Diesmal Funkensprung. Ich habe die Faxen dicke. Immer Donnerschock, Donnerschock, Donnerschock. Was soll das? Boah, das regt mich gerade voll auf. Ja, endlich. Boah, wie ich mich darüber freue, als ob das ein Shiny-Pokémon wäre. Ironisch gemeint. Funkensprung, Donnerschock wäre, glaube ich, zu schwach. Oh, ich habe mir gerade vorgestellt, dass Goldini die Attacke aushält. Das wäre brutal. Ey, ich glaube, ich spinne. Schon wieder ein Carpador. Ey, komm, hör auf jetzt. Das ist doch richtig bitter. Und es hat die Attacke nicht ausgehalten. Also ich hätte mich gefreut, wenn es die Attacke aushält. Boah, das ist ja richtig blöd. Yannick, ey, ich bin enttäuscht. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Was meinst du, was eben gerade mit meinem Gehirn passiert ist? Ich hau ab. Ja, das war's. Das war's, cool. Ewigenau, nice. Lebendige Vergangenheit. Ey, das sieht doch richtig putzig aus. Oh, hört mal hin. Die Melodie ist so cool. Genial, 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 genial. Ey, was geht? So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein, findest du nicht auch? Fahrrad, nice. Hey, du da, ja, du da, Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Und was willst du von mir? Muss man den Kollegen verstehen. Mein Freund sagt, Team Galactic hatte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch so cool aus. Ich weiß ja nicht. Lass sie nicht davon täuschen da. Optische Täuschung. Okay, erstmal das Pokémon Center besuchen.
Hallo junger Trainer, welche Pokémon hast du denn dabei? Mit dieser App für den Poketch kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Zutraulichkeitsstatus. Ja, nice, cool. Mit dem Zutraulichkeitsstatus kannst du prüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Ja, danke schön. Wenn du genug Zeit mit ihnen verbringst, werden deine Pokémon immer zutraulicher. Sehr schön, ich freue mich über die App. In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön vielen Leuten ihre Pokémon geklaut. Auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen. Aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinem armen Pokémon nichts an. Ich glaube, dass ich mich darum kümmern werde. Ja, so sieht das Pokémon Center in Ewe genau aus. Voll unnötig. Aber gut. Es tut immer wieder gut, neue Leute zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Immer wieder gibt es ja auch original eine App. Bis so. Wende einen Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Sorry, das geht nicht. Nicht hier. Ist hier nicht noch eine Person? Ach, du warst das. Oh mein Gott. Ihr wisst, was das bedeutet. Das ziehen wir uns rein. Ist ja genial. Oh mein Gott. Hey, wie cool sich das anhört. Yeah, Manaphy. Bombastisch. Richtig cool. Richtig cool, Mann. Ich freue mich gerade mega. Original ein Manaphy am Start. Level 1. Gericht. Originaltrainer Kanshi. Still. Wesen still ist okay, oder? Doch, ist okay. Der Angriffswert sinkt, dafür steigt der Spezialverteidigungswert. Hammer, der Spezialangriffswert ist auch okay. Nice. Doch, bockt. Mag bitteres Essen. Auch nicht schlecht. Voll cool, ey. Original Manaphy am Start. Das war's, Leute. Das war's. Wir haben uns das Manaphy-Ei klar gemacht. Jetzt haben wir auch ein Manaphy. Und wenn ich zum Beispiel später Bock habe, kann ich mir auch ein Ione klar machen, indem ich Manaphy und Ditto bei der Pension abgebe. Ihr wisst ja auch schon, wie das geht, denke ich. Ansonsten werde ich das in den LP-Parts auf jeden Fall zeigen. Gut, dann war's das. Wir haben jetzt Ewe genau erreicht und im nächsten Part schauen wir uns diese Stadt etwas genauer an. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi!